An einem freien Mittwochnachmittag habe ich wieder mal einem Freund Alfons hinter einem Rangierbahnhof ein Besuch gemacht. Gerade neben seinem Eisenbahnwohnwagen ist ein gespässiges Gefährt auf der Schiene gestanden. Ohne Motor und ohne Bügel, zum Strom ab der Fahrleitung zu nehmen. Dafür hat es der Länge nach eine Stange gehabt mit einem Böckchen in der Mitte, dass man rauf und runter gegampfen konnte. Der Alfons hat mir die ganze Sache erklärt. Das ist eine Dresine. Was ist das? Das ist ein Eisenbahnfahrzeug für die Streckenkontrolle. Ja, und wie fährt denn das ohne Dampf, ohne Diesel und ohne Strom? Mit menschlicher Muskelkraft. Was? Ja, an den beiden Enden dieser Stange steht je ein Bändler. Und zusammen bewegen sie die Stange hoch und runter, wie bei einer Pumpe. Und das wird in Fahrenergie umgewandelt. Auf und runter, wie bei einer Pumpe? Natürlich. Das ist aber ziemlich anstrengend. Selbst schon. Ein Vergnügen ist es nicht. Ja, dann machen wir halt ein Vergnügen daraus. Ich stehe hinter deinem Wagen. Nicht ein Rossstall. Mal, wieso? Du willst doch nicht etwa ein Ross vorspannen. Nein, aber die haben doch sicher auch Sättel dort. Ja, sicher. Genau die brauche ich.